Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch ein Justin Benemax R6000 vorstellen. Kostet 10.000 Euro. 80 PS Leistung braucht man. Und 59 kW, 8 Euro Unterhalt und 33 Euro die Stunde mit Mod. Das hier ist ein gutes Stück. Wenn ich hier rangehe, dann kann ich jetzt hier also mit. Ups, falsch, Entschuldigung. Also die Rampe mit 8 und hier 9 die Türe öffnen. So, dann kann man hier reingehen. Ups, jetzt will ich hier durch. Dann kann man hier die Türe aufmachen. Kann man hier auf der Seite rausgehen, wenn man hier das alles aufgemacht hat. Dann kann man wieder mit der 8 die Türe hier zumachen. Man hier ist ein schöner Einachser, sieht man überall hier die Aufkleber und die Texturen, alles sehr schön gemacht. Sieht man hier die ganzen also Leitungen, schade, dass diese Leitung hier nicht hier rangeht, dass es besser animiert wäre, aber ich finde toll, dass es schon mal da gibt. So, dann fahre ich, also mit N kann man hier noch die Plane öffnen. Mal schauen, ob der jetzt den lädt. Automatisch. Weil ich habe ja Viecher da. Motorladen. Na. Er sagt einmal schon mal, ich kann abkippen, aber. Ganz kurz mal schauen, was. Also in der Beschreibung steht, dass der für Schweine, Hühner, Schafe, Rinder da ist. Also 14 bis 60 Tiere, je nach der Art, dass man machen kann. Vielleicht funktioniert der leider nicht für diese Schweinemast, weil das ist hier die letzte Toriver-Version. Mal schauen. Nochmal. Fünfmal drücken. Also ich bin hier schon drin. Also. Das Tor zu. Ah, jetzt, da geht's. Also die Befüllung läuft. Es ist ein bisschen, je nachdem, was für eine Map es ist, dauert es ein bisschen länger. Wow, ich habe jetzt 8 fertige Schweine. Dann tun wir Die. Müssen wir aussteigen. Also wir haben schwarz-weiße Schweine. Also wir tun erstmal die Türe schließen. Ups, die Rampe. So. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Ihr sage ich Servus, grüßt euch, euer Franz.